Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, Jugend- und Schulsozialarbeit haben sich in unserem Bundesland bis heute zu einer festen und anerkannten Institution entwickelt. Ich erinnere mich gut an die Auseinandersetzungen zur Etablierung einer Schulsozialarbeiterin an unserer Schule in der ländlichen Kleinstadt Penzlin. Über Notwendigkeit und Finanzierung wurde sehr gerungen. Heute können sich wohl weder Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder der Bürgermeister und die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur und Soziales der Stadtvertretung unsere Schule ohne Schulsozialarbeiterin nicht vorstellen. Im Gegensatz zu SchulsozialarbeiterInnen an vielen Schulen, wie es in der Anhörung zur Schulsozialarbeit im Sozialausschuss deutlich wurde, ist unsere Schulsozialarbeiterin langjährig, seit 2003, an unserer Schule beschäftigt. Sie war in der familiären Situation, dass sie besonders in den ersten Jahren die Unsicherheit der befristeten Arbeitsverträge ausgleichen konnte. Aktuell ist sie an unserer regionalen Schule mit Grundschule Ansprechpartnerin für 122 Grundschülerinnen und 137 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10. Wir sind ihr für die engagierte Arbeit, die sie leistet, sehr dankbar, und diesen Dank spreche ich auch allen anderen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern im Land aus. Im Bereich der Jugendsozialarbeit waren wir in Penzlin nicht so erfolgreich. Auf die letzte entsprechende Stellenausschreibung für unsere Jugendeinrichtung, schon vor einigen Jahren, gab es keine Bewerbungen. Wir haben hier eine mobile Jugendarbeit an 3 Tagen in der Woche eingerichtet. So oder in ähnlicher Form sind Jugend- und Schulsozialarbeit an vielen Orten fest verankert. Das ist so, weil sich die Kommunen selbst zur Schulsozialarbeit bekennen. Die Jugend- und Schulsozialarbeit liegt in ihrer Verantwortung. Das Land steht hier an der Seite der Kommunen und unterstützt sie mit ESF und Landesmitteln dabei, Schulsozialarbeit anzubieten und zukünftig zu erhalten. Aktuell können diese Zukunftsaussichten, wie wir gehört haben, bis zum Jahr 2027 gemacht werden. Aus heutiger Sicht werden wir in dieser Zukunft noch sorgfältiger unsere finanziellen Spielräume ausloten müssen und bei allen notwendigen und wünschenswerten Ausgaben Prioritäten aushandeln. Als Land sind wir in dieser Situation gut beraten, finanzielle Mittel der EU, wenn sie für die Schulsozialarbeit eingesetzt werden können, auch weiterhin dafür zu nutzen. Aktuell ist dazu noch die 50-prozentige Kofinanzierung durch die kommunale Ebene notwendig. An dieser Stelle möchte ich einmal für unser Modellprojekt Sozialraumorientierte Schulsozialarbeiter Plus eine Lanze brechen. An 8 Schulstandorten im Land soll jeweils eine zusätzliche Fachkraft der Schulsozialarbeit eingesetzt werden, die eine Nutzung bereits bestehender sozialräumlicher Unterstützungsstrukturen für die SchülerInnen und Eltern durch ihr Wirken erschließen soll. Das Projekt läuft ein Schuljahr und wird danach weitergeführt werden. Zurzeit stehen die Verhandlungen zu einem Vertragsabschluss mit Herrn Professor Dr. Markert, Professor für Theorien und Methoden der sozialen Arbeit, Bildung und Erziehung, mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit an der Hochschule Neubrandenburg, unmittelbar vor dem Abschluss. Er konnte für die wissenschaftliche Konzeptionierung, Begleitung und Evaluierung des Projekts gewonnen werden. Danach der Abstimmung mit den Jugendämtern in den Landkreisen und kreisfreien Städten, Schulstandorte in Quartieren und Regionen mit besonderen Entwicklungspotenzialen ausgewählt werden, wird dabei zum Beispiel auch die besondere Herausforderung von Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte berücksichtigt. Schulsozialarbeit unterstützt nach meiner Erkenntnis in hohem Maße ein weltoffenes Schulklima und aktivierendes Engagement im Bereich der sozialen Integration. Schulsozialarbeit kann die interkulturelle Öffnung hier wirkungsvoll begleiten. Durch die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung erwarten wir belegbare Erkenntnisse, die sich dann auf weitere Einrichtungen übertragen lassen. Zum Schluss die grundsätzliche Aussage: Für uns als SPD gilt, Jugend- und Schulsozialarbeit ist und bleibt ein wichtiger und kontinuierlicher Bestandteil der Jugendhilfe.
Wir werden auch weiterhin unsere finanziellen Verantwortungen tragen, werden die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren kontinuierlich fördern und ausbauen, sowie die Unterstützung der Jugendarbeit im Blick behalten. Die Arbeitsbedingungen und die Attraktivität der Schulsozialarbeit sowie der Ausbau der Ausbildung sollen sich wesentlich verbessern. Dabei nehmen wir die Hinweise aus der Praxis ernst und erkennen notwendige Voraussetzungen und Herausforderungen. Beginnen wollen wir, auch durch unser Modellprojekt, mit dem Ausbau von Schulsozialarbeit, insbesondere an Schulen, bei denen aufgrund der sozialräumlichen Gegebenheiten ein besonderer Handlungsbedarf besteht. Das ist unsere Herangehensweise bei der Etablierung von Jugend- und Schulsozialarbeit. Wir werden dem Antrag der Linksfraktion nicht zustimmen. Danke.